Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Derail Valley. Heute ist ein bisschen Mods so im Fokus, unterschiedlicher. Ich habe ein paar aktualisiert, mal ausprobiert und ja, ein Mod seht ihr vielleicht gerade schon. Wenn ihr die Dampflok da so ansieht, ja, ist ein bisschen was anderes. Es ist jetzt nicht die Farbe, es ist das da, das Triebwerk ist anders. Also wie ihr vielleicht seht, wir haben hier da... doppelte Power jetzt und das ist ein eigener Mod, wo man hier die Triebwerke austauschen kann. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Das ist dieser Wheel Arranger. Dann kann man das hier so anklicken und dann hat man hier die unterschiedlichsten Formationen, die man hier auswählen kann. Zum Beispiel die hier. Und die haben auch entsprechend Auswirkungen auf die Leistung und wie es aussieht bezüglich den Gleisen etc. Nehmen wir mal Highspeed Constellation. Ich möchte aber... Oh, 12 wieder. Ja, das kann man auch machen. Ich möchte aber hier mit... wo ist es denn? Ein Stickerbot. Wäre auch noch mit dabei. Ich hätte gern... Nee. Oh, 12 wieder Switcher. Kann man auch machen. ich suche eigentlich was anderes da auf die 444 Duplex. Und mit dem werden wir heute diesen Regionalzug hier fahren. Das ist gerade der nächste Mod, den wir uns genau anschauen. Beziehungsweise, den Mod hatte ich mir ja schon mal angesehen. Aber da ging zum Beispiel diese Anzeige hier nicht. Die geht ja jetzt. Und ich habe dann auch herausgefunden, wenn man hier auf diese Weltkarte guckt, da gibt es hier diese Nupsis da. Das sind jetzt neue Regionalstationen, wo man stehen bleiben kann. Das werden wir uns halt anschauen. Also unsere Fahrt geht von FF nach CSW. Theoretisch. Ich hoffe, das klappt. Und der nächste Mod, den ich mir heute anschaue, das da. Wir haben jetzt Army-Style-Kupplungen. Und ja, mal schauen, wie das so funktioniert. Theoretisch. Anfahren geht zu. Müssen wir nichts mehr machen, nur noch Schlauch verbinden. Ja, wird ein Fest. Jetzt muss ich mal schauen. Habe ich... Oh, ich habe den Auftrag für den Regelzug gar nicht. Ach so. Ich habe doch einen Mod vergessen. Den Automatic Fireman. Den habe ich jetzt auch mit drin. Da will ich mal wissen, wie gut der arbeitet. Ob ich mich dann wirklich aufs Erfahren konzentrieren kann. Oder ob ich dann ein bisschen nachhelfen muss. Oh, gebt euch mal das schöne Triebwerk hier. Schon cool. Ist schon nice, dass man da mal ein bisschen rumspielen kann. Also. Naja. Und dann habe ich mal hier noch ein paar Skins geholt, unterschiedliche. Das wäre hier der Schnellzug. Den will ich aber heute nicht fahren. Der dauert mir jetzt ein bisschen zu lange. So, rein in die Hütte. Auftrag für den Regionalzug. Wo ist er denn? Schnellzug. Da. Südweststadt. Nochmal kontrollieren. Nach RJ und WL. Das machen wir. Okay. Regionalzug 108 Tonnen. B1 LP. Das soll klar. Wir laden auf FF. Dann müssen wir noch RJ. WL. CSW. Soweit alles klar. Gut. Gehen wir mal zu unserer Dampflok. Und was jetzt eigentlich schon gehen sollte, ist... Mal gucken. Wir haben hier... Gitterbiller Schaden, LED, Reskin. Fireman Control, noch Fireman Aboard. Call Fireman. Er ist jetzt drin. Und jetzt kann ich ihm sagen, da starten wir mit Einheizen. Und los geht's. So, dann macht er hier mal die Lok schon mal heiß. Gut, was wir jetzt noch... Also die ganze Schmiergeschichte macht er nicht. So, die Schmierpumpe wäre an. Das machen wir an. Und wo war das nochmal mit... Ah, hier. Wobei... Ich überlege gerade, ob ich das nicht auslasse. Bezüglich dem Sound. Würde das heißen, wir fahren halt ohne Licht. Na, wir fahren mit Licht. Auch wenn der Sound nicht der geilste ist. So.
Das wäre das. Ja, Beleuchtung Fahrwerk. Ja, beleuchtet halt nur ein Teil davon. Licht ist an. Gut. Dann würde ich sagen, einmal ankuppeln. Zylinder hier nehmen wir mal auf. Einmal nach Retür. Handbremse lösen. Druck haben wir da. Der ist ja voll am Arbeiten. Okay, dann ein kleiner Achtungspfiff. Los geht's. Natürlich ist entsprechend jetzt auch das Fahrgeräusch anders mit dem Triebwerk. So, gucken wir uns das mal hier hinten an. Ich habe tatsächlich die Animation noch gar nicht gesehen. Wenn es hier zusammengeht. Okay. Ja, ziemlich simpel, würde ich sagen, ne? So. Einmal ran. Und der wird schon beladen. Okay, das müssen wir hier noch aufmachen. Mit Uch. Und dann werden wir soweit abfahrbereit. Nee, Handbremse. Ja, dann wird es beim letzten sein. Okay. Jetzt sind wir abfahrbereit. Kann ich das nicht hier? Nö. Heute ohne Zugschluss ist. Okay. Wobei, habe ich die Laterne? Shit, wie komme ich nochmal ins Inventar? Ah, nehmen wir mal die Laterne. So. Damit es einigermaßen korrekt ist. Die Frage ist, wo mache ich die ran? Kann ich die da so platzieren? Sieht ein bisschen komisch aus. Anders geht's halt nicht. Hier so. Nee. Ja, dann musste es erstmal genügen. Es ist rot. Zedele. Eine Dialog. Einmal so. Ich werde mal ganz kurz den Status prüfen. Wasser ist drin. Kohle ist auf Minimum. Alles ist an. Ja. Ich glaube, wir sind abfahrbereit. Alles gelöst. Vorwärts. Mal kurz die Route kontrollieren. Die erste Weiche nach links und dann haben wir hier schon RJ. Gut. Dann Abfahrt. Ah, das sieht doch geil aus. Haha. Okay, können wir hier wieder zumachen. Oh, Katze. Nice. Noch kleine Maus. Holla, das Ding zieht weg. Oh, machen wir kurz einen Drive-By hier. Ah, oh, schon cool. Geiler Mod. Hier gefällt mir. Oh, 70 dürfen wir. Gut. Sollte kein Problem sein. Ist noch okay. Ups.
bisschen zu fischen mag ich. 60. Aber ich möchte es gerne mal von außen sehen. Oh, sehr geil. Das ist schon eine richtig schöne Dampflok. Vor allem mit der Konfiguration. So, gehen wir wieder rein. Selber fahren. Also so ganz traue ich ihm noch nicht, aber er ist kräftig am Einheizen. Boah, ich sollte das schon mal vorbereiten für die Weiche. Arbeitszug entfernen, aufgleisen, Weiche. Boah, das Ding zieht weg wie eine 1. Aber gut, bei der Konfiguration ist die Lok auch überhaupt nicht gefordert. 50. Ich meine, gerade der Fireman ist natürlich ideal für die Leute, die mit der Dampflok nicht so gut umgehen können. Kann man sich hier ein bisschen aufs Fahren konzentrieren. Ich würde sagen, du gehst nach links. Okay. 60 ist erlaubt. Wann kommt der nächste Halt? Schon bald. Aber ich will das mal ein bisschen sauberer hinlegen. So. Ja, vielleicht rollen lassen. Entgleisen muss sie ja nicht sein. Ah, schon schöne Landschaft hier. So, nach der zweiten Kurve sollte da halt kommen. Der hier. Vielleicht war der gerade schon mal ein bisschen langsamer. Kann es noch überhaupt nicht einschätzen, wie das jetzt ist da mit der Plattform. Wo ist eine Plattform? Da ist eine Plattform. Okay. Alles klar. Passt es jetzt? Ja, ich glaube, es wurde genommen. Okay, das hat gepasst. Flussmündung. Ja, interessanter Halt, ne? Aufpassen beim Aussteigen hier. Ich glaube, das ist ja einfach nur Mittel zum Zweck. Und dann kann man hier runtergehen. Da wünsche ich noch viel Spaß beim Bergsteigen hier. Aber gut, die Leute wollten hier aussteigen. Was soll's. Okay, unser allererster Halt. So. Achtung, Abfahrt. Passt. Was tut ihr so? Was ist das? Heizer?
Muss was. Ah, schick. Ihr Welt. Ja, ein bisschen mehr Schmack ist. Also vom Wasser her sieht es eigentlich okay aus. Druck auch. Macht einen guten Job. Kann gern öfter mitfahren. 40. So, der nächste Halt. Ja, da können wir noch ein bisschen fahren, bis der kommt. Dann können wir hier mal ein bisschen rollen lassen. Also ich muss schon sagen, ist ein sehr entspanntes Fahren so. Steckt aber ein bisschen schnell für hier. Na, sogar 70. Und wieder 60, ja, das ist einfach typisch die Rail Valley. Schnellen Geschwindigkeiten sind einfach nur kurz. Ich bin am überlegen, damit ich was zu tun habe, dass ich mal den Fireman wieder ausmache. Schaden, LED, V-Skin, Fireman. Ah, warte mal, ich kann ja nur Shutdown. Cutting down Fire. Naja, shit, wenn er einmal drin ist. Aber ich krieg ihn nicht mehr weg. Na, okay, dann bleibt er halt drin. Ich möchte jetzt nicht, dass er mir jedes Feuer ausmacht. Nice. So, wie weit noch? Na ja, ein bisschen noch. 70. Also Mod mit Vorankündigung wäre doch mal irgendwie schön. Und die neue Map braucht dann auf jeden Fall mal ein bisschen Platz zum mal schnell fahren. Ja, 70 und schneller werden. Warte, was immer. Nicht mal allzu weit bis zum Stopp. Weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich fahren. Zum Stopp ist nicht mehr weit.
60 Hofer. Bems. 40. Bems, 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 Bems. Alter, das kam jetzt schnell. So, wie weit noch? Gleich da. Muss irgendwo da hinten sein. Na, ich sehe es nicht. Oh, hier wieder 60. Mann. Jetzt gleich. Ist es auf der Seite? Ist auf der Seite. Oh, scheiße. Nicht runtergehen. Ich hoffe, das reicht. Sehr gut. Geil. Westlicher See. Geil. Hundert. Okay, also hier ist ein bisschen besser mit Ein- und Aussteigen. Da kann man wenigstens hier ein bisschen was machen. Kann man dann hier zum See runtergehen. Ein bisschen rumbaden. Ja, macht schon ein bisschen mehr Sinn hier. Okay, liebe Lok. Aber wieder einsteigen hier. Wir müssen dann nach links und dann City Southwest. Wo müssen wir da eigentlich genau hin? Das schaue ich mal schnell, bevor wir hier losfahren. Das war jetzt RJ, VL, E3LP. Abkuppeln. E3LP. Hä? City Southwest gar nicht mehr entladen? E3LP. Ja, gut. Ja, währenddessen Bahnhofslinie. City Southwest. Wir kommen von Nordosten. Der Personenbahn und ist das bei C. Ah na, B3LP. Also wir müssen geradeaus durch über die Kreuzung da. Und dann rein und bei B. Das ist dann das dritte Gleis von links. Das ist ein Kopfgleis. Okay. Oh. Entschuldigung. War keine Absicht. Ja, nett hier. Dass wir mal kurz vorher schauen. Es macht dann nicht Sinn, dass wir die Schleife fahren, damit wir rückwärts reinfahren können. Geschwindigkeit 80 hier oder was? Was läuft hier so? Ja, vielleicht noch nicht so. Schneller als 60. Bisschen die Außenansicht. Was Gott so eine schöne Strecke hier ist. Ah, geil. Ich finde auch, das Rot passt ja ganz gut. 100. Oh, das werden wir nicht hinkriegen.
Das sieht man auch ganz gut, wie jetzt hier der Heizer am Schaffen ist. Der reagiert dynamisch auf das, was wir hier tun. Ist schon geil. Okay, knapp an die 80. Ich habe ein bisschen Schiss, hier zu schnell zu fahren. Immer noch 100. Ich will nicht so schnell fahren. 93. Das ist viel zu schnell für die Rally-Verhältnisse. 100 langsam werden. Okay, wir bremsen. Das kommt 80. 80 langsam werdend. Ja, sieht man schon 60. Können wir bei 60 schon mal lösen. Na, wobei, in der Kreuzung wird es ja schon mal langsamer. Wir wollen jetzt hier erstmal links fahren, damit wir hier rückwärts reinfahren können in den Bahnhof. Wo ist die Weiche? Weiche. Ich fahre nach links. Oh, 30 ist da. Oh Scheiße, bremsen, 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 bremsen. Ja, sollte er verkraften. Okay, sehr gut. Und dann auf das Gleis da runter. So, gehen wir wieder hier rein. Das sollte reichen. Perfekto. So, dann schauen wir mal. Das ist sogar ein bisschen zu viel. Einmal da rein. Hier runter. So, 3 LP. Hier 48 von FF. Hier 48. Ah, cool. Ja, gut. Also auf das Gleis hier. Weiche sagt, also wir machen jetzt die falsche Weiche. Das sieht richtig aus. Das sieht auch richtig aus. Das auch. Das auch. Okay, dann können wir da einfach mal rückwärts rein. So, oh, Scheiße. das wollte ich nicht. Okay, rückwärts fahren. Liebe ich. Nicht. Da sieht man ein bisschen wenig. Kriegen wir hin. Ich meine, der Verband ist jetzt nicht allzu lang. Wir haben einen Puffer am Bahnsteig. Also Puffer im Sinne vom Platz, nicht vom eigentlichen Puffer. Wir müssen ja nicht bis zum Anschlag fahren, hätte ich jetzt gesagt. Das reicht erstmal vom Speed.
Das sieht gut aus. Was qualmt da hinten eigentlich? Komm, doch kann es ja nicht sein. Das ist natürlich auf der Seite stehen ein bisschen geiler. Das ist einfach. Ja, wobei ich hier rechts von da. Okay. Wenn es knallt, noch ein Meter, ne? Da gibt es ein paar Züge hier zum Wegfahren. So, das sieht gut aus. Ein Stückchen noch. Ein Stückchen geht hier noch. Ja, ich würde sagen, so ist den erstmal gut. Tö, bremsen. Perfekto. Da wären wir sicher angekommen. Wenn wir hier mal die Handbremse reintun. Nice. Aussteigen abgeschlossen. Geil. So, ja, da hätte es noch ein bisschen Platz. Aber gut, dafür ist sicher. So, die Lampe nehme ich wieder mit. Die gibt es nicht hier gratis. Was qualmt da? Ach, das ist einfach nur hier vom Gebäude. Okay. Kann man machen. So, wo ist denn das Office? Ich will da Money haben. Da haben wir es ja auch. Ja, Bahnhofsbüro. Lehrauftrag. Ja, gut. Hat alles geklappt. Und kriegen sogar noch einen Zeitbonus. Geil. 23.000. Cool, cool, cool. Ja, doch. Es war ein bisschen ungeplant, diese Episode. Aber ich dachte, die Mods probiere ich mal aus. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir hier so mit der Dampflok rumgefahren sind. Ich will den anderen Mod gerne noch wieder anmachen bezüglich Doppeltraktion. Aber den lasse ich momentan aus, weil die Batterielok sonst nicht funktioniert. Stand jetzt zumindest. Kann schon sein, dass es dann, wenn ihr das Video seht, schon wieder behoben ist. Also sie sind gerade recht schnell mit Mods updaten. Aber coole Sache, dass man hier das Triebwerk anpassen kann. Und natürlich der Heizer. Sehr praktisch. Der könnte vielleicht noch praktisch werden, wenn wir Doppeltraktion fahren. Dann würde ich das zumindest mal bei der hinteren Lok anmachen. Mal schauen, ob das überhaupt geht. Und dann vorne selber machen. Das wär eigentlich ein gutes Experiment, ne? Bei der hinteren Lok den Heizer reinschmeißen. Mod machen für Synchron und dann Doppeltraktion irgendwo hinheizen. Aber bevor wir das machen, will ich noch mit der DE6 eine kleine Runde fahren. Wegen dem neuen Sound. Habe ich noch nicht gemacht. So, ich kann eigentlich hier noch schnell abkühlen. Dann ist das erledigt. So, zu hier. Und abkuppeln ist hier einfach nur so. Und dann fährst du weg. Man sieht optisch nicht sehr viel. Ich muss mal kurz gucken. Kann ich die Kupplung hier irgendwie anpassen? Na? Bei meinem Control, V-Skin, LED, Schaden, Güterbelader, Spawner, Arbeitszug, entfernen, aufgleisen. Weiche Wheel Arranger. Bei meinem Control, V-Skin, nee. Ich muss mal ganz kurz in die Mod-Menüs reingucken, ob es von dem nicht noch einen anderen Style gibt. Auf dem Preview-Bild gab es da noch eine andere Variante davon. Es gibt für euch mal ganz kurz einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe das Spiel einmal durchstarten müssen. Man kann tatsächlich die Kupplungsart ändern. Man kann dann auch einstellen, ob die Puffer mit dabei sind oder halt nicht. Und ja, das hat sich jetzt gerne beim Laden. Das war nicht das, wie ich es eingestellt habe. Aber jetzt haben wir die Kupplung hier drauf.
Es sieht irgendwie schöner aus. Was ich jetzt ausprobieren möchte, ist, ob es da irgendwie eine Animation gibt. Wenn wir da hinten ankuppeln. Ich habe extra hier mal ein bisschen nach vorgefahren. So, das heißt, wir gehen mal hier rein. Und sagen hier rückwärts. Ups, 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 das war zu viel. Dann denke ich nur das da. So, Stufe 1. War mal schön langsame Retour. Ach, dieses Triebwerk, das ist einfach abnormal. Nee, tut sich damit. Nicht wirklich, hat das jetzt überhaupt gekuppelt? Ready Coupler. Ah, jetzt ist zusammen. Ah, okay, das war nicht so, wie ich das gedacht habe. Fahren wir nochmal bitte nach vorne. So, machen wir hier mal Unlock. Kannst du bitte nach vorne fahren? Ready to unlock. So, stehen bleiben. Also nochmal gucken. Wir sind jetzt Left Click für Ready Coupler. Ready, ready. Left Click to ready. Okay, probieren wir das nochmal. So, einmal Retour. Jetzt geht wieder Retour. Drehen wir vielleicht hier mal rauf. Aber müsste das hier nicht nach draußen gehen in echt? Ich habe so ein bisschen wenig Hands-on-Erfahrung mit den Kupplungen. Nee. Ja, okay. Animationstechnisch läuft da nicht sehr viel. Aber es funktioniert. Hätten wir das auch mal gesehen. Ich glaube, ich mag die. Spart ein bisschen Arbeit. Wobei es... Die Originalkupplung hätte natürlich auch schon ihren Reiz haben. Müssen jetzt noch Zürich Hauptbahnhof dastehen, dann wird es passen. Es gibt ja jetzt mittlerweile sogar Custom Maps, aber das sind mehr so Test Maps. Nicht, wo man wirklich anständig rumfahren kann, aber Maps sind da. Okay. Ach, der will wieder nach FF fahren. Ja, das machen wir heute nicht. Okay, das war's für die Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß und eine gute Fahrt. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Ta-da!